zwei Jahren aufgegeben. Das ist sehr nett von dir, Dobby. Das Schlimme ist, du hast recht. Du hast ja einfach recht. Haben wir sonst noch irgendwas? Haus der Gales? Nein. Okay, wir müssen wirklich Yuma machen. Aber dann schnappe ich mir erstmal den Turm. Denkt doch niemand an die Kinder. Aber die Kinder. Oh, brauche ich noch Jack? Was brauche ich denn noch? Ich hab übrigens fast alles ausgebaut, ne? Also, okay. Tapir brauche ich noch. Okay, keine Jacks. Hallo, Elefant. Oh, komm, wir bereiten Elefant. Hey. Das ist schon das richtige Tierchen. Mein Bild etwas heller unter. Hey. Dies ist ein Hilferuf. Unser Außenposten wird angegriffen. Ach, leck mich doch. Des goldenen Pfads in Reichweite. Bitte melden. Ach, komm. Wir wälzen. Okay. Wir wälzen da jetzt einfach mal alles hin. Ups. Es gab noch ein Achievement oder Fähigkeitenpunkt, wenn man eine gewisse Anzahl von Alarmen auslöst. Ja. Ja, mehr, mehr. Dankeschön. Dankeschön, Dumbo. Boah, wie viele sind das denn? Kein guter Spieler. Ich lege es auch gar nicht darauf an, irgendwie ein guter Spieler zu sein. Ich will einfach meinen Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Und wenn dann andere Leute auch noch ihren Spaß dabei haben, ist auch nur umso besser. Deswegen, also ich lege es wirklich überhaupt nicht darauf an, gut zu sein. Wieder angefangen. Trau mich nicht auf normal zu spielen oder Held wieder. Das heißt, God of War ist auch so ein Spiel, ne? Da darfst du auch. Da musst du auch echt vorsichtig sein. Weil das richtig, richtig heavy wird. Das ist halt auch echt schwer. Auf schwer ist das richtig schwer. Aber einer der Gründe, warum ich jetzt zum Beispiel eigentlich immer nur ein Spiel zur Zeit spiele, ist einfach, dass ich mega Probleme habe, mehrere verschiedene Steuerungen unter Kontrolle zu kriegen. Ich bin froh, wenn ich eine Steuerung fertig habe. Hast du jetzt hier am Ende wieder im Alleingang gemacht? Ja, lass mich doch. Yay, befreit.
Ah, jetzt muss ich es wieder neu. Also, so. Okay, mir wurde immer gesagt, dass die S2 der schlechteste Teil der Reihe sein soll. Mir auch, deswegen. Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht weswegen, aber. Mir wurde auch gesagt, dass Dark Souls 2 nicht existiert, weil der eben der schlechteste sein soll. Das Spiel ist wirklich anspruchsvoll auf Heldtrauer. Ich möchte den Controller ins Kaputt durchspielen. Oh ja. Ah, das verstehe ich nur zu gut. Das verstehe ich nur zu gut. Ich habe ja God of War, den aktuellen Teil, auch nur die Hauptstory gespielt, ne? Also die ganzen Nebengeschichten, die man da noch machen kann, habe ich ja gar nicht gemacht. Und ich habe vielleicht auch nur ein Viertel der Welt mir angeguckt. Zeigt die Kultur der Frauen. Ja. Ah, jetzt bin ich gerade voll verliebt in Dodo. Ich gucke mir gerade die ganze Zeit Memes von denen an. Dodo ist auch so süß. Ach ja, ich denke, wir werden hier bestimmt nochmal Monster Hunter zu sehen bekommen. Alleine, weil ich ja GU noch habe, ne? Hallo. Lass mich! Geh weg! Nein! Nein, nein, nein! Ausraster müssen nicht sein. Nö, nö, nö. Hier will man einfach nur knuddeln. Ja. Die werden sie noch ausrotten. Gibt es kein Dodo-Kuscheltier irgendwie? Das wäre süß. Dieselbe Frage wie gestern war. Eigentlich hatte ich heute nur einen Teststream geplant. Aber die Tests sind durch. Wie du siehst, es ist ein gestochen scharfes Bild. Wenn ich stehe. Bist du gehypt auf Mario Paper 2? Überhaupt nicht. Ich habe seit, ich glaube, Super Mario Galaxy, was ich ein bisschen gespielt habe. Das einzige Super Mario, was ich wirklich viel gespielt habe, war Super Mario 64. Ich bin absolut kein Jump'n'Run-Typ. Keine Ausrede. Okay, welches Tier, wenn es so klein wäre wie eine Katze, aber saugefährlich, hättest du gerne als Haustier? Ente. Okay. Eine bissige Ente, oder? Ja, es gibt ein Plüschtier von Dodo. Das kostet 35 Euro. Enten sind voll Killer, ja? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab doch gesagt, voll die bissige Ente. 35 Euro? Schick mir mal eben den Link, bitte. Warte mal, schick mir mal eben den Link, Dobby. Es ist der anstrengendste, da es zum einen extrem schwere Gebiete bösartig werden kann. Sehr lange brauchen, durchzubekommen. Okay. Deine Löwen und Stinktiere sind nichts dagegen. Mario 64 für Nintendo 64 war bei uns irgendwann weg. Das ist 15 Jahre her, länger. Ja. Donation für Dodo. Ja, das Ding ist, Dobby will die in Dodo haben. Weil ich will mir die mal angucken. Oder schön. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der süß. Oh mein Gott, ist der süß. Oh mein Gott. Oh Leute, warte, das muss ich euch zeigen. Guckt euch das mal an. Haltung annehmen. Entschuldigung. Huch.
zeig mal. Warte. Warte, nochmal. Ja. So schön. Aha. Na denn? Ist das süß, oder? Ich habe gerade eben nur im, warte. Das Ding da in die Luft gejagt. Sorry. Jetzt brennt das hier. Voll süß. Richtig, richtig süß. Ein E zu viel. Ist egal. Was? Das ist... Wo soll denn hier jetzt das Ding sein? Leute, oh, ich spiele hier schon wieder. Ganz besonders das Setting hast du in DS3. Das zweite Gebiet hast du schon 2 von 3 Settings gesehen. Okay. Ach, Kacke. Ich will doch nur da hinten hin, ne? Die werden sie noch ausrotten. Ich brauche Hilfe. In DS2 hast du echt viel Abwechslung. Ich glaube, das ist auch so eine Grundsatzgeschichte, ne? Na, moin. Es ist immer noch die Frage von gestern. Ich habe es noch nicht geschafft, weil das hier eigentlich heute ein Teststream war. Zu früh gedrückt. Ja. Also, David, Frage des Tages, die du jetzt exklusiv von mir gestellt bekommst. Und zwar, wenn du dir ein Tier aussuchen könntest, was übelst gefährlich ist, aber nur die Größe einer Katze hätte, welches hättest du dann als Haustier? Hier ist reißen, ich übe keine Frage, aber es bekommt zu wenig Beef. Der goldene Pfad mag behaupten, dass er einen Fluss abnimmt. Naja, verstehe ein bisschen Schwäbisch, okay. Hey! Und die Strafen für Verrat sind empfindlich. Möge Paganins Licht sie alle erleuchten. Aua. 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 Ich hasse es! Ich glaube, die schießen auf dich, was? Meinst du? Was interessiert wäre, viele Tode sind dumme Tode. Ich würde sogar eher auf 50% gehen. Komm, wir machen erstmal hier das Wittrin. Haben wir das schon? Ich glaube, das haben wir schon. Hm, und zum Tier fällt mir gerade nichts ein, aber ich hätte eine Schlange ungern als Haustier. Hm. Nope, reiner PC-Gamer. Gamepad ist nicht meins. Es kommt wirklich darauf an. Es kommt wirklich darauf an, welches Spiel. Also Shooter zum Beispiel mit Gamepad gehen gar nicht. Aber so Sachen wie Assassin's Creed oder so, auf jeden Fall Gamepad. Schlangen? Oh. Ja, das mache ich ja auch manchmal. Dann schließe ich einfach mein PS4-Gamepad an und dann passt das. Und hier wegen den Toten, ich glaube, es sind fast 50% unnützer Tode. Ja, ich würde auf 50% gehen. Gegner respawnen, obwohl sie getötet wurden. Oh, sowas hasse ich bei Spielen, ne? Sag mal, warum rennt ihr mir ins Auto? Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie.
Plündern Sie nicht die Leichen gefallener Royal Army Mitglieder. Ihre Waffen und Ausrüstung sind Eigentum von Pagan Min. Wenn Sie diese an sich nehmen, berauben Sie unseren großen Führer. Alle Zivilisten, die beim Plündern erwischt werden, werden inhaftiert. Nur ohne Phase zu merken, furchtbar. Boah, Sonic ist auch sowas. Das habe ich früher auf dem Game Gear gespielt, aber. Ne? Hui! Das habe ich früher auf dem Game Gear gespielt, aber Sonic war nie so meins. Wie schon gesagt, Jump'n'Run ist so. Oh oh. Jump'n'Run ist echt nicht so meins. Aber sehr gerne doch. Hm. Vielen Dank, Dobby, dass du mir vorhin geholfen hast. Ich muss heute... Das kenne ich heute nicht mehr, sich bewegungslos Phasen von Bossen zu merken. Oh Gott. Das hat man selten. Also bei Dark Souls zum Beispiel, da lernst du auch einfach die Anzeichen von Bossen auswendig. Bei Final Fantasy habe ich auch einfach nur die Phasen der Bosse auswendig gelernt. Also die einzelnen Sets, die sie abspielen. Borderlands habe ich das manchmal, aber das hast du halt wirklich nicht mehr in vielen Spielen. Also ich mag Jump'n'Run sehr, wie zum Beispiel Mario. Ich gar nicht. Ich leider gar nicht. Ist mir zu wenig Story. Nee, also Jump'n'Run, nee. Finde ich schwierig. Jump'n'Run finde ich sehr, sehr schwierig. Kann Spaß machen, ja, aber... auswendig lernen statt Skills, ja klar. Ich will immer noch nicht erleuchtet werden. So. Wenn Schnieke DS2 daddeln sollte, dann werde ich so gut wie immer ready sein, um ihr zur Unterstützung zu halten. Oh. Das ist so lieb. Es steht an, aber wir haben erstmal noch andere Sachen. Und ich präferiere aktuell erstmal die Spiele, die eh schon hier sind, als dass ich neue Spiele kaufe. Außer jetzt so bei Neuerscheinung. Das ist was anderes. Aber Spiele, die eh schon lange da sind, die ich jetzt nachkaufen müsste. Hätte auch eine Frage des Tages. G-Man, hau raus. Das Game ist gnadenlos. Ja, ich weiß. Ich hatte schon mit Dark Souls 1 so... meine Geschichte. Ich hatte mit Dark Souls 1 schon so meine Probleme, ne? Ja. Yeah. Ziemlich viele Probleme. Was ist denn heute eigentlich schon wieder los? Das hier ist eigentlich nur ein Teststream und wir haben 8 Leute. Okay, für einen Teststream sind wir jetzt schon wieder fast eine Stunde unterwegs. Hi, ja, ja. Jetzt haben wir das hier. Das heißt, ich gehe jetzt als nächstes erstmal dahin. Was für ein Hörbuch oder Geschichte hat deine Kindheit geprägt? TKKG. Die mopse ich mir mal.